Leute, Crymax hier und in diesem Video werde ich euch ein komplett neues Tuning-DLC vorstellen und in diesem Tuning-DLC kann man Supersportwagen wie zum Beispiel den Edda, den Centorno, den Turismo, den Wacker und viele, viele mehr zu Cabrios umwandeln. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie ich denn auf diese verrückte Idee komme, und zwar wurden einige Bilder im Internet veröffentlicht von GTA-Spielern, die es einfach in Photoshop übelst drauf haben und diese Bilder erstellt haben. Es ist leider kein Mod und diese Autos gibt es auch leider nicht in GTA zu kaufen, denn ihr werdet merken, es sieht wirklich sowas von verdammt geil aus, Leute. Und ich werde euch auf jeden Fall diese Bilder mal nach und nach in dem Video einblenden und dort kann man halt eben so ziemlich alle Sportwagen sehen. Ich werde euch die Seite auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, also so ziemlich alle Supersportwagen eben als Cabrio sehen. Und ja, wie gesagt, Leute, also wer findet, dass das nicht verdammt geil aussieht, Leute, der braucht, glaube ich, eine Brille, weil es ist einfach sowas von verdammt geil. Die Supersportwagen wirken einfach als Cabrio, als komplett neues Auto. Und schreibt mir dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare und deswegen finde ich es wirklich extrem geil, dass GTA-Spieler sowas erstellt haben. Und mich hat es persönlich wirklich auch übelst gefreut und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dazu jetzt gleich mal ein Video für euch. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja super, was bringt es uns denn, wenn einige GTA-Spieler solche Bilder erstellt haben? Warum denkst du denn, dass sowas dann in Form eines DLCs auf uns zukommen wird? Ja Leute, einfach aus dem Grund, weil es sowas schon mal gab. Genauso etwas hatten wir schon mal vor einem Jahr. Wer sich vielleicht noch zurückerinnert, wer mich schon etwas länger abonniert hat, der wird wissen, dass ich auch damals ein Infovideo über solche Sponsor-Cars gemacht habe. Hier jetzt mal ein altes Bild davon, das dürfte vielleicht der ein oder andere von euch aus einem alten Video von mir kennen. Und dort wurden eben Sponsor-Cars oder so ziemlich alle Autos, das war ein Riesen-Pack, das weiß ich noch, wurden eben auch von GTA-Spielern in Photoshop entwickelt. Das wurde auch richtig professionell gemacht, könnt ihr jetzt im Hintergrund sehen. So hat das zunächst ausgesehen. Und ja, die alle, die das Weihnachts-DLC gespielt haben, die werden wissen, was war in Form eines Weihnachts-DLCs in dem Spiel dabei. Genau, Sponsor-Cars. Also Rockstar Games hat wirklich auf die Community reagiert, hat auf die Community gehört und das fand ich auf jeden Fall mal richtig cool. Aber das ist noch nicht alles, Leute, denn wie gesagt, wir hatten das alles schon mal, aber das ist bei weitem noch nicht alles. Denn diese ganzen Bilder wurden auch in das Rockstar Games Support Forum von einigen Spielern gepostet, weil es wirklich übelst gefeiert wird in der GTA Community. Und Rockstar Games hat sogar höchstpersönlich auf diese Bilder geantwortet. Diese haben sogar gesagt, dass sie diese Bilder wirklich gut finden und dass die Spieler diese einfach mal an eine bestimmte E-Mail-Adresse schicken sollen. Und also Rockstar Games war tatsächlich von diesen Bildern beeindruckt und hat sogar da auf die Community gehört und sogar geantwortet. Finde ich auf jeden Fall extrem cool, dass Rockstar Games sich so viel Mühe gibt und so auf die Community hört. Hat mich auf jeden Fall übelst gefreut. Leute, schreibt mir bitte einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Schreibt mir, wie ihr diese Autos findet. Ich bin wirklich übelst gehypt gerade. Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich freue mich einfach übelst über diese Autos, weil wie schon gerade eben gesagt, die Autos wirken als Cabrio einfach nochmal komplett anders. Und es fand es wirklich einfach extrem geil und wie gesagt, es hat mich einfach richtig gefreut. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr dieses DLC auch wollt. Wir müssen Rockstar Games einfach zeigen, dass die GTA-Community dieses DLC haben will. Und ich denke mal auf jeden Fall, dass wir in nächster Zeit noch auf uns zukommen, weil es einfach mit den Sponsor-Cars genauso war. Und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Wie gesagt, Leute, eure Meinung dazu in die Kommentare und das Video positiv bewerten. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax.